Hallo meine Deko- und Western-Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem Extreme Living Space Clean With Me Video. Da ich selber gerne solche Videos schaue, habe ich mir gedacht, mache ich einfach ein eigenes. Und falls euch das Video gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, folgt mir gerne auf Instagram, dann seid ihr immer up to date. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Als allererstes habe ich eben meine Kissen abgezogen und auch gleich in die Waschmaschine geschmissen, genauso wie meine ganzen Decken, die ich benutze, wenn es mir abends kalt ist und ich Fernseh schaue. Und dann habe ich eben meine Couch von Katzenhaaren befreit. Dann habe ich meine Dekosachen von meinem Couchtisch runtergetan, damit ich den dann später auch abwischen und sauber machen kann. Den habe ich dann aber erstmal zur Seite geschoben, weil ich meinen Teppich erstmal absaugen wollte und eben auch von Katzenhaaren befreien wollte, weil wenn man eine Katze im Haushalt hat oder irgendein anderes fälliges Tierchen, dann hat man überall Fellhaare und deswegen habe ich auch diesen Fusselroller, der ist richtig, richtig praktisch. Falls ihr Interesse habt, dann guckt mal in Amazon, da habe ich den bestellt und der ist echt super. Dann habe ich angefangen, bei meinem Wandregal die ganzen Sachen abzustauben und runter zu tun, damit ich das komplette Regal auch sauber machen konnte. Und meinen Bullenschädel, den habe ich dann auch ein bisschen sauber gemacht. Wie gesagt, ich habe alles von Staub befreit. Falls es euch interessiert, wie ich dieses Wandregal gebaut habe und wie ich diesen Bullenschädel montiert habe, dann schaut euch gerne mein Living Room Makeover Teil 1 Video an. Da ist alles komplett erklärt, auch wo ich meinen Bullenschädel gekauft habe, wo ich den her habe. Und ja, bei Interesse, checkt es gerne mal aus. So, als nächstes habe ich dann eben meinen Kaktus entfernt, meinen Baumstumpf, da wo mein Licht drauf steht, und da habe ich das Eck einfach auch nochmal komplett durchgesaugt. Ich habe einfach das komplette Wohnzimmer auseinander genommen, alles weggeschoben, zur Seite geschoben, durchgesaugt. Dann habe ich eben meine Couchkissen, die ich eben nicht in die Wäsche tue, die habe ich mit einem selbst zusammengemischten Möbelduftspray angesprüht, damit es eben nach frischer Wäsche riecht, weil das liebe ich, wenn mein Zuhause nach frischer Wäsche riecht. Wem geht's genauso? Lasst es mich in den Kommentaren unten wissen. Und dann habe ich halt eben wieder meinen Couchtisch zurückgeschoben auf den Teppich und habe eben die Oberfläche sauber gewischt. Nachdem ich wieder die Couch zurückgeschoben habe und den Sessel ein bisschen verschoben habe, dass es mir ein bisschen besser gefällt, habe ich auch wieder den Baumstumpf mit dem Licht zurückgestellt, genauso wie die Weinkiste und den Kaktus, der immer auf der Weinkiste steht. Ich finde, es sieht einfach total schön und gemütlich aus, dieses Eck. Es passt nämlich super hinter meinen Sessel. Und damit es noch mehr nach Western aussieht, habe ich dann eben ein Kissen mit einem Kurfell-Kissenbezug bezogen und auf den Sessel gelegt. Und dann habe ich diese Eukalyptusblätter-Sticks genommen und in eine Vase gestellt, auf einen kleinen Hocker neben meinen Sessel, weil ich mir dachte, das sieht auch wieder irgendwie so ein bisschen amerikanisch aus, weil die Amerikaner das ja auch irgendwie so haben, dass sie neben jedem Sessel oder neben jeder Couch irgendwie so ein kleines Stühlchen, Hockerchen oder einen kleinen Schrank da stehen haben, einfach so als Deko, damit man auch irgendwo was drauflegen kann. Und das fand ich, das sah total cool aus und deswegen habe ich das dann auch so hingestellt und dekoriert. Und dann fehlt natürlich bei einem Extreme Clean With Me Video das Fensterputzen, also das darf nicht fehlen, so rum. Das Fensterputzen darf natürlich auch nicht fehlen und ich liebe es ja, wenn die Fenster total sauber sind und man da durchgucken kann. Man sieht keine Schlieren oder keinen Staub dranhängen. Ich bin wirklich so ein Sauberkeitsfanatiker, um ehrlich zu sein. Also ich liebe es, wenn das Zuhause perfekt eingerichtet ist, wenn alles sauber ist, wenn alles seinen Platz hat. Und manche mögen das nicht, aber ich bin da eben so voll dieser Typ dafür. Ich habe dann auch die ganzen Vorhänge abgenommen, die habe ich auch in die Wäsche geschmissen und danach hat meine Wohnung so, so gut nach frischer Wäsche gerochen, weil ich halt einfach komplett alles, was waschbar war, in die Wäsche geschmissen habe.
Als nächstes habe ich dann mit meiner Fernsehecke angefangen. Da habe ich auch alles erstmal runtergenommen. Dann habe ich die Oberflächen eben abgestaubt und sauber gewischt. Und dann habe ich einfach wieder alles so hingestellt, wie es vorher war, weil es mir ganz gut gefallen hat, so wie es aussah vorher. Und deswegen hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwas umzustellen. Also anfänglich, wo ich in diese Wohnung gezogen bin, da war das eigentlich jedes Mal so, also jede Woche, wenn ich einmal geputzt habe, dass ich dann was umgestellt habe, weil es mir halt einfach nicht gepasst hat. Und langsam habe ich das eben perfektioniert. Und inzwischen gefällt mir das eigentlich richtig, richtig gut, so wie es da steht. Und deswegen habe ich das einfach alles gelassen und ja, wie gesagt, nur abgestaubt und sauber gemacht. Als nächstes habe ich dann eben das Eck neben meinem TV-Eck angefangen sauber zu machen. Da lag vorher eben ein Spielzeug von der Bailey und ihr Wassernapf. Den habe ich dann woanders hingestellt und stattdessen habe ich dann eben ein paar Pflanzen hingestellt, weil es mir einfach besser gefallen hat und ich für Bailey ein extra Eck machen werde und dekorieren werde. Das wird aber dann wieder ein extra Video werden. Und dann habe ich eben angefangen, in meinem Essbereich erstmal den ganzen Esstisch aufzuräumen, wo das ganze Zeug eben liegen geblieben ist über die Tage, und habe das eben verräumt, aufgeräumt. Dann habe ich eben meinen Tisch auch sauber gemacht und habe erstmal das komplette Staubsaugprogramm abgezogen, erstmal die ganzen Stühle gesaugt und den Boden gesaugt, und dann habe ich eben auch angefangen, hier die ganze Fensterfront sauber zu machen, damit eben auch hier überall die Fenster glänzen und blitzen. Als dann die ganzen Decken- und Kissenbezüge aus der Wäsche waren und im Trockner waren und alles endlich wieder gut gerochen hat, habe ich eben meine Felldecke wieder auf meinen Sessel getan, und meine Lieblingswesterndecke, die lege ich immer über die Mitte von meiner Couch, damit man die auch sofort sieht, wenn man ins Wohnzimmer reinkommt. Das sieht einfach mega, mega westernmäßig aus, und deswegen habe ich die dann auch immer hier in der Mitte liegen. Dann habe ich meine Fellkissen noch dazugelegt. Die kleinen Kissen, die waren auch in der Wäsche. Die rochen dann auch total gut nach frischer Wäsche. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich liebe es einfach, wenn es nach frischer Wäsche riecht. Ja, und dann war ich eigentlich auch schon komplett fertig. Das ist dann das Endprodukt, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es so ist, lasst mir den Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, dann seid ihr immer up to date, und das würde mich auch mega freuen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem restlichen Video, und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Stay wild and howdy!